Aloha, ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut und ich sage Danke. Danke an alle meine Abonnenten. Wir haben die 3000 geknackt. Oberhammer, vielen, vielen lieben Dank. Ohne euch wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Und was steht an? Die Verlosung. Und zwar verlose ich diesmal drei Preise. Und zwar einmal die Aloha-Stanze, einmal das kleine Päckchen von der Kreative, was ich ja da abgeben wollte, wo wir uns aber verpasst haben, und einen Überraschungspreis, den weiß ich noch nicht. Ja, es ist keine richtige Verlosung, weil ne, ich bin eine Privatperson und alles, was ich verlose, bezahle ich selbst bzw. bastel ich selbst. Von daher ne, kein Rechtsanspruch drauf. Ich möchte es auch eher so ein Dankeschön, ne, dass ich was zurückgebe. Ja, ihr solltet 18 Jahre alt sein oder Einverständnis der Eltern haben. Ich meine, ich verschicke ja nichts Böses, ne? Das sind ja Bastelsachen. Ihr solltet in Deutschland wohnen oder halt den Versand übernehmen, wenn ihr gewinnt und außerhalb Deutschlands wohnt. Ja, und natürlich Abonnent, sichtlicher Abonnent meines Kanals sein, dieses Video liken und ein Kommentar mit Hashtag Hedwig Gedönsrat. Das reicht mir schon als Kommentar. Vielleicht auch noch was Nettes dahinter. Keine Ahnung. Würde ich mich total drüber freuen. Ja, dann wünsche ich allen viel Glück. Ich lasse euch Zeit, 2 Wochen bis zum 18. Oktober. Und wer mich kennt, weiß, ich weiß nicht, ob ich das einhalten werde. Schauen wir mal, ne? So, aber jetzt habe ich einen kleinen Mini-Mini-Mini-Action-Haul und ich war noch kurz in der DM. Da habe ich ein paar Sachen gekauft, aber ich zeige euch nur eins, weil ich es so niedlich fand. Das Häuschen hier mit den Taschentüchern oder Kosmetiktüchern. Also dieses Haus konnte man in schwarz oder in weiß kaufen und dann also für die Kosmetiktücher halt. Und ich fand es so niedlich, deswegen musste das mit. Ich glaube, das war richtig teuer. Ich glaube, das hat 4 oder 5 € gekostet. Aber ich fand es echt mega. Ich weiß noch nicht, ob es hier bleibt oder ob es auf meinen Schminktisch kommt. Schauen wir mal. Aber das ist echt mega süß. Total niedlich. So, ja, und da bin ich noch ganz schnell in Action gesprungen. Ich hatte echt keine Zeit. Nur eine Minute direkt zur Weihnachtsabteilung geguckt, was ist da. Und ich habe 4 Lux-Paper-Blöcke bekommen. Ich denke, das sind dann auch für dieses Jahr alle. Die kurz, die werde ich alle abfotografieren und in meine Gruppe einstellen. So, und wir gehen jetzt mal Block für Block durch. Ich habe sie mir nämlich auch noch nicht angeguckt. Ich habe zwar Holz damit gesehen, aber halt auch nicht richtig geguckt, weil ich dabei meistens am Basteln bin. Und dann guckt man nicht so, ne? So, den finde ich ja schon mal total niedlich. Oh, niedlich. Total süß. Ne, dann haben wir hier Vellum. Habe ich mal ein helles Blatt, was ich dahinter legen kann. Das könnte ich. So, könnt ihr die Sprüche? Ja, wieder total toll. Dann haben wir hier, ja, das ist gedrucktes Glitzer. Also es glitzert nicht, ist halt wie aufgedruckt. Hier haben wir aber das Glitzerpapier. Auch sehr schön geschmeidig. Lässt sich bestimmt gut verarbeiten. Sehr schön. Aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Auch dieses Muster hier kommt mir bekannt vor. Das ist ja auch niedlich. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe ja noch nicht alle Blöcke von letztem Jahr verbraucht, aber ja, es ist halt so, ne? Man braucht die neuen. Haben ist besser wie brauchen. Ja, ist ja, ne? Basteln ist ja wie eine Sammelleidenschaft irgendwie. Ne? Man könnte ja irgendeine Idee haben und kann es dann nicht ausführen, weil Material fehlt. Obwohl man könnte ja immer irgendwo improvisieren. Aber naja. So, hier haben wir die Cutting Dies. Auch sehr, sehr schön.
Da kann ich meinen November und Dezember ja dekorieren im Bullet Journal und im Filofax. Aber für Filofax ist es ein bisschen groß. Ja, da möchte ich noch kurz, ich habe eure Kommentare gelesen vom letzten Video, aber noch nicht drunter geschrieben oder Herzchen. Da habe ich so im Vorbeigehen einfach mal kurz gelesen. Da war ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, wegen der Videoqualität. Ich habe keine neue Kamera. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, das war auch nur wieder bei diesem Video, wo du das drunter gepostet hast. Bei dem Video hatte ich wieder Probleme mit Hochladen. Das kann natürlich sein, aber ich habe keine andere Einstellung vorgenommen. Ich habe keine andere Kamera. Ich weiß es nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht, warum das bei manchen geht wie immer. Und bei manchen habe ich da echt Probleme. Weiß ich nicht. Also ich bitte dies zu entschuldigen. Und ja, dann ist es eben mal ein bisschen schlechter. Nervt, weiß ich. Denke ich auch, wenn ich Videos gucke und die Qualität ist schlecht. Oh. Schade. Schönes Video, aber... wäre halt schön, wenn die Qualität besser wäre. Also ich versuche, das irgendwie hinzukriegen. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. So, und hier haben wir nochmal Vellum. Sehr, sehr schön. Der gefällt mir schon mal ausgesprochen gut. So, dann haben wir den hier mit dem Schneemann. Ja, auch wieder die Cutting Dies. Dann haben wir hier wieder das Vellum. Ich lege mal was Helles drunter, damit ihr das sehen könnt. Ja, damit ihr ein bisschen lesen könnt. Ist halt schwarz und mit silberner Schrift. So. Ja, ich kann ja und jetzt auch schon mal noch ein paar Kommentare beantworten. Einige haben ja geschrieben, ja, es wird ja nichts mit Samstag shoppen, ist ja zu. Doch, das ist in Holland und von daher, die haben 7 Tage geöffnet. Das wird doch was. Es war aber jetzt Zufall, ich hatte auch nicht an den Feiertag gedacht. Also ich wäre auch gefahren, wenn kein Feiertag hier wäre. Also nicht, dass wieder wegen Corona und wir werden natürlich, ist in Holland auch Abstand, die Abstandsregel gilt, ne, und wenn wir da aussteigen, tragen wir auch Maske, obwohl keine Maskenpflicht ist, ne, damit alle wieder beruhigt sind, die schimpfen wollen. Aber ich denke, das können auch nur die richtig beurteilen. Obwohl, nein, ist Quatsch. Nein, wir sagen, die an der Grenze wohnen. Ob es zu Frankreich ist oder halt zu Holland oder was sonst so angrenzt. Nee, das ist Quatsch. Das ist eine Grundeinstellung. Und der eine verhält sich so, der andere verhält sich so. Ne? Das ist wie mit Tierkörpern auf dem Tisch. Emma ist eben hier drüber gedackelt und da hier liegt noch ein Haar. Das ist dann schon mal so. Ne? Also wenn sind Tiere im Haus und da liegt auch schon mal ein Haar rum. Und die laufen auch schon mal über den Tisch. Natürlich nicht beim Essen, da werden sie runtergeschmissen. Und wenn, ist es auch meine Sache. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Aber hier, ist der nicht Hammer? Also auch sehr, sehr schön. Wirklich. Hier ist wieder in so eine Vorschau, da kann ich nicht sehen, was ich euch... Ich muss das mal ausstellen, diese Push-Up-Benachrichtigung. So, und hier haben wir wieder das Vellum. Sehr schön. Ja, gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir, der ist so von außen so ein bisschen rosé-lila. Wie gesagt, ich fotografiere noch die... Artikelnummer, die stelle ich bei mir in die Gruppe ein. So, hier zeige ich euch. Ups, leg was Weißes hinter. So. Könnt ihr es genau sehen? Der hier ist dann schwarz und mit goldener Schrift, also schwarze Schrift und goldene Schrift. Sehr
schön. Das gefällt mir auch gut mit den Vögelchen. Ich weiß aber, ne, ein bisschen Vintage, sehr schön. So, dann muss ich mal gucken. Ich habe noch auch noch ein Haul für euch. Ich habe gestern bei My Paperworks bestellt. Kannte ich gar nicht. Claudia hat mich draufgebracht und angefixt und gestern bestellt, heute da. Ist der Hammer. Oberhammer. Wirklich total cool. Weil die haben Angebote, wohl jeden Monat immer eine Marke oder einen Hersteller. Ganz genau habe ich mir das noch nicht so angeguckt. Und im Moment sind die Sachen, ich weiß gar nicht, Nouveau, also von die Nouveau Drops sind auf jeden Fall im Angebot, obwohl die fast immer im Angebot sind, wenn man denn einen Bundle nimmt. Da müsst ihr unbedingt mal reingucken. Und ich denke, ich drehe dazu ein extra Video. Ja, mache ich hier nach. So, hier haben wir wieder die Cutting Dies. Das ist eher ja, so dunkelrot. Gehalten. Wie gesagt, ob sonst irgendwie was da war, kann ich nicht sagen. Ich bin wirklich nur zur Weihnachtsabteilung schnell reingesprungen. Ich war mit meinem Mann einkaufen und er sagte, wohin jetzt? Ja, Action. Ja, aber wir mussten unsere Tochter abholen von der Schule und hatten wirklich ein paar Minuten nur Zeit. Und da war ich ratzfatz wieder draußen. Aber auch trotzdem, die neuen Stifte werde ich nicht holen. Ich werde nicht die neuen Stempel holen. Und auch nicht diese Craft-Papier-Blöcke. Vor allem mit diesen Glitzer, also nicht Glitzer, aber was so, ihr wisst, was ich meine, mit diesem Pink und Türkis, das gefällt mir nicht. Es ist nicht meins. Ich kaufe zwar schon viel, aber nicht alles. Nur was mir auch wirklich gefällt. Der ist auch sehr schön. Bis jetzt sind alle schön. Hier, das ist so Schwarz-Gold. Lassen wir uns überraschen. Ich habe selber, ja, das sieht auch sehr gold aus. Hier zeige ich euch mal wieder die Sprüche. Sehr schön. Ich bin begeistert. Vielleicht, wenn ich die nochmal bekomme, verlose ich auch davon ein oder zwei. Mal gucken, wie lieb ihr zu mir seid. Nein, mal gucken, ob ich die bekomme. Mal gucken, was ich morgen so bekomme. Na, der dritte Preis steht ja noch aus. Und man muss ja auch nicht immer diese Riesenläste dann verlosen. Ja, papiertechnisch haut der mich jetzt hier nicht um. Aber sonst von den Sprüchen und hier von den Cutting Dies finde ich ihn sehr schön. Sehr schön. Aber ich meine, der wäre aber letztes Jahr auch so ähnlich gewesen, oder? Muss ich noch mal rausholen. Mal vergleichen, was noch übrig ist. So, und dann noch mal Vellum. So. Ja, das war's mit den Blöcken. Wie gesagt, mehr habe ich nicht gekauft im Action. Ich muss sagen, am besten gefallen tun mir die beiden. Dann kommt der und dann kommt der. Obwohl die alle toll sind. Also das ist jetzt, ne, also, aber wenn man denn ein Ranking abgeben müsste, dann sind es dong, 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 dong. So. Spürt ihr, was ich fühle? Naja. Nee. So, okay. Achso, ich hatte ja im letzten Haul, wo ich auch im Teddy war, diese Kugeln, ne?
Und es passen tatsächlich die Marshmallows rein. Wenn man die quetschen muss, passt nicht. Ich habe nämlich eins da reingequetscht, was nicht so länglich war. Das geht gar nicht, aber die passen top durch diese Öffnung. Finde ich cool. Ist natürlich nicht für Weihnachten, sondern so. Ne? Die Kugel weiß ja nicht, dass es eine Weihnachtskugel ist. Muss ja auch nicht sein. Kugeln kann man das ganze Jahr nehmen. So, ja, das war's. Denkt an die Verlosung. Bis zum 18. Oktober habt ihr Zeit. Falls sich das verschiebt, werde ich das nochmal in einem anderen Video sagen. Ne? Und nochmal, es ist als Dankeschön für meine 3000 Abonnenten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir so fleißig folgt und dass ihr mich so gerne guckt. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr mal sehen möchtet. Und dann gucke ich, ob ich das umsetze. Es gibt 3 Preise und ihr solltet 18 Jahre alt sein oder das Einverständnis eurer Eltern haben. In Deutschland wohnen, falls ihr nicht in Deutschland wohnt, die Portokosten übernehmen. Und unter, also Abonnent meines Kanals sein, das Video liken und unter das Video Hashtag Hedwig Gedönsrad schreiben. Und vielleicht, was euch sonst noch so einfällt. Dann wäre ich wunschlos glücklich. Na, fast. So. Ja, ich denke jetzt immer bei 16 Minuten, ich mache My Paperworks extra. Dann kann ich das hier als Haul- und Verlosungsvideo machen oder Dankeschön-Video. Also nochmal vielen lieben Dank, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ja, müsst ihr ja nicht. Also müsst ihr ja eh. Quatsch, ich rede schon wieder. Ja, ihr spürt ja, was ich fühle. Nein, ich bin etwas verwirrt. Sorry dafür. Nein. Dankeschön. Also ich habe es eben erklärt, was ihr machen müsst. Und deswegen mein üblicher Spruch bleibt jetzt weg. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.